Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut. Es ist zu bewahren und zu schützen. Aber es ist auch gefordert, es verantwortlich zu nutzen. Alles hat eine rechtliche Grenze. Und jeder politischen Seite muss klar sein, die Gewaltfreiheit steht in der Demokratie über allen Meinungsverschiedenheiten. Kein politisches Anliegen rechtfertigt das Gewaltmonopol des Staates, um die Durchsetzung des Rechts in Frage zu stellen. So wie das bei den Ausschreitungen in Leipzig vermummte Linksextremisten mit Angriffen auf die Polizei getan haben. Und dass am Ende der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin eine gewaltbereite, erkennbar rechtsradikale Minderheit Absperrungen der Polizei überwand und versuchte, wie vorab angedroht, in den Deutschen Bundestag vorzudringen, ist inakzeptabel. Die Symbole der Demokratieverachtung ausgerechnet vor unserer Volksvertretung, das ist eine Schande. Und wer das versucht zu relativieren, beweist nur, welches Geisteskind er ist. Dass nichts Schlimmeres passiert ist, haben die Berliner Landespolizei und die Bundestagspolizei verhindert. Dafür danke ich im Namen des ganzen Hauses den am Einsatz Beteiligten. Und ich begrüße neben dem Berliner Innensenator Andreas Geisel als ihrem Dienstherrn auf der Tribüne die Beamten, die sich den Randalierern entgegengestellt haben, gemeinsam mit weiteren Kollegen und stellvertretend für alle Sicherheitskräfte. Wir erleben ja leider immer wieder Auswüchse einer wachsenden gesellschaftlichen Verrohung. Gewalt gegen Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Sanitäter, Mitarbeiter in Ämtern und Behörden. Und gerade Polizisten sind Ziel von Übergriffen. Und so gerät viel zu oft außer Acht, dass die Polizistinnen und Polizisten in unser aller Namen die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung sichern, ohne die keine freiheitliche Gesellschaft existieren kann. Pauschalurteile, die zuletzt auch schnell zur Hand waren, werden dem schwierigen Polizeidienst nicht gerecht. Die Polizei braucht unsere Unterstützung und sie verdient sie. So erregt manche Auseinandersetzung inzwischen geführt wird. Als Abgeordnete haben wir die Aufgabe, unser Handeln immer wieder zu erklären. Es geht nicht anders. Dafür braucht es manchmal auch klare Ansagen. Aber niemand ist gezwungen, im Wettbewerb um die schrillste Botschaft auch noch in einen Wettlauf um die schnellste Kommentierung einzutreten. Denn dabei geht zuerst verloren, was es im aufgeheizten Klima vielleicht mehr denn je braucht, nämlich die Fähigkeit zu differenzieren. Es reicht eben nicht, sich zu empören. Wir müssen uns berechtigten Sorgen, auch Kritik und lautstarkem Protest, solange er friedlich bleibt, offenstellen. Aber genauso sollte nach den Szenen am Reichstagsgebäude der Letzte verstanden haben, dass es nicht nur rechtliche Beschränkungen des Demonstrationsrechts gibt. Es gibt einfach auch Grenzen des Anstands, wie weit man mitträgt, wer und was mit einem mitläuft. Und der Verantwortung, sich nicht von Extremisten instrumentalisieren zu lassen,
kann sich auch niemand entziehen. Bund und Land stehen in der gemeinsamen Pflicht. Sie müssen sicherstellen, dass sich Szenen wie vor anderthalb Wochen nicht wiederholen. Es geht um Fragen der Sicherheit und es geht um die Würde dieses Hauses. Dieses Reichstagsgebäude steht für Deutschlands parlamentarische Tradition, genauso wie sein Brand für die Zerstörung der Demokratie. Heute ist es der Sitz des Bundestages und damit das Symbol unserer freiheitlichen Demokratie. Und deshalb muss es sakrosankt sein. Wir dürfen deshalb auch nicht zulassen, dass es als bloße Kulisse missbraucht wird. Und das gilt dann ausnahmslos für alle Versuche, das Haus plakativ zu instrumentalisieren. Ob mit Fahnen, Flugschriften oder Transparenten. Auch daran gibt es keine Abstriche. Wer hier nach Inhalten unterscheiden will, macht sich unglaubwürdig und schadet am Ende uns allen. Der Deutsche Bundestag ist ein befriedeter Raum und ein Ort des Streits. Denn ohne unterschiedliche Meinungen ist keine Freiheit, ohne Streit keine Demokratie. Und wir haben angesichts der Corona-Pandemie gegenwärtig besonders weitreichende Entscheidungen zu treffen mit Auswirkungen auf die Gesundheit, die Wirtschaft, das Zusammenleben, den Zusammenhalt in unserem Land. Und darüber muss gestritten werden, mit Respekt und nach Regeln in Rede und Gegenrede, mit sachlichen Argumenten und mit Leidenschaft, damit für die Bürgerinnen und Bürger die schwierigen Abwägungsprozesse verständlich und die Unwägbarkeiten nachvollziehbar bleiben, damit die am Ende mehrheitlich zu treffenden Entscheidungen gesellschaftliche Akzeptanz finden können. Wenn uns das gelingt, dann kann das in der erhitzten gesellschaftlichen Debatte Vorbild sein. Und das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist unsere Verantwortung. Ich danke Ihnen.